Die Musikmesse in Frankfurt am Main ist die internationale Messe für Musikinstrumente und Noten, Musikproduktion und Vermarktung. Seit über 25 Jahren ist sie der wichtigste Treffpunkt der Musikindustrie. An den Messetagen treffen sich Hersteller, Händler, professionelle, semiprofessionelle und Laienmusiker in Frankfurt am Main und informieren sich über die aktuellen Produktneuheiten. 4 Tage lang verwandelten sie das Frankfurter Messegelände in eine gigantische Produktshow rund um die Themen Musik machen und Entertainment und in eine der größten Konzertveranstaltungen des Landes. Zusätzlich stellen alle wichtigen Verlage auf der Musikmesse aus und zeigen ihre Produkte in allen Genres von Klassik bis Jazz, Rock und Pop. Mit rund 2.340 Ausstellern, davon 62% aus dem Ausland, und fast 110.000 Besuchern aus 128 Ländern haben die Veranstaltungen Musikmesse und ProLight und Sound unsere Erwartungen übertroffen und ihre Stellung als internationale Leitmessen ihrer Branchen weiter ausgebaut, betont Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt. Sowohl die ProLight und Sound als auch die Musikmesse wurden durch ein einzigartiges Angebot an Konzerten, Autogrammstunden, Workshops und Sonderpräsentationen umrahmt. Besonderes Highlight war die Vintage Show in der Halle 4. Hier waren Gitarren zu sehen, die preislich jenseits aller Vorstellungskraft lagen. Die Sammlung der Burst Brothers, Dave Belzer und Drew Berlin, boten eine Raritätenshow der Extraklasse. Auch Uwe Blaschkes Beatles Collection bot Sammelstücke, die jedes Herz eines Beatles-Fan schneller schlagen lässt. Herr Blaschke, von Ihnen möchte ich gerne wissen, wie Sie dazu gekommen sind, die Beatles-Sammlung aufzubauen. Die Frage habe ich schon öfter gehört. Das denke ich mir. Das liegt daran, weil ich aufgewachsen bin mit den Beatles. Das heißt, ich sag mal Mitte der 60er Jahre, kann man ja als Jugendlicher nicht darum herum, eine Bravo zu kaufen. Ja, und da waren immer leider die Beatles dabei. Und das fand ich eigentlich immer sehr aufregend, weil die ganzen Mädchen hinter den Beatles her waren. Dann dachte ich mir, das muss es sein. Und dann hatte man auch die Möglichkeit, wenn man sich so ein bisschen outete, als nicht Liebhaber, als ich mag ich auch, dann hatte man natürlich eher eine Freundin. Und das war eigentlich so ein bisschen der Aufhänger. Dieses Erkennen der Musik kam erst viel später, als man selber Musik machte. Und man hatte natürlich damals die Möglichkeit, oder nicht die Möglichkeit, das sauber zu hören. Man hatte ein Transistorradio und das war's. Entweder war man damals begnadeter Beatles-Fan oder Stones-Fan. Haben Sie die Stones auch gerne gehabt oder haben Sie sich von vornherein nur auf die Beatles konzentriert? Die Stones fand ich auch gut, weil die waren ja wieder anders als die anderen. Und nur man muss bedenken, dass die erste Nummer 1 der Stones, I Wanna Be Your Man, war ja eine Lennon-McCartney-Komposition. Und das muss ich immer den Stones-Fan leider immer so ein bisschen pieksig darum. Ich fand die auch sehr gut. Und als Brian Jones dann starb, da war ein Problem da für mich, weil sie noch wirklich gut waren. Und natürlich schön, dass so ein Veteranenband heute noch überlebt. Ich hatte da kein Problem mit, du bist dafür. Ich fand immer die ganze Musik, auch die Kings, die ganzen Small Faces, auch super. Eigentlich die ganze Zeit, dieses komprimierte 60er Jahre, das ist das, was prägend war für die kommenden Generationen natürlich, musikalisch. Die Ausstellung ist dauerhaft seit letztem Jahr Mai in Hamburg zu sehen und heißt Beatlemania. Das ist so eine Konzeption am Beatlesplatz, also auf dem Kiez, wo es hingehört, wo es auch passierte damals. Da kann man meine ganzen Sachen sehen und was ich hier präsentiere, sind teilweise Dubletten und auch mal das Schmunzeln der Leute möchte ich hier sehen, weil die gar nicht vermuten, dass es sowas gab früher. Herr Blaschke, dann bedanke ich mich für das kurze Gespräch. Und wünsche Ihnen mit der Ausstellung und mit Ihrem Projekt in Hamburg mit Beatlemania noch viel Erfolg.
Mehr als 1000 solcher Events begeisterten das Publikum und rückten Frankfurt in das Zentrum der weltweiten Musik- und Veranstaltungsbranche. Herausragende Künstler und bekannte Persönlichkeiten aus der Musiker- und Entertainment-Welt waren während der gesamten 4 Messetage auf den Ständen der Aussteller und den Bühnen der Messen zu hören und zu sehen. International renommierte Preisverleihungen wie der Frankfurter Musikpreis oder der Deutsche Musikinstrumentenpreis zählten ebenso dazu wie Nachwuchspreise, zum Beispiel der School Jam für die beste Schülerband Deutschlands oder der DJ Tools Award. Während die Musikmesse von Mittwoch bis Freitag allein dem Fachpublikum vorbehalten blieb, hatten am Messe Samstag auch das Privatpublikum und Musikinteressierte Zutritt zur Musikmesse. Dann erhöhte sich die Promidichte und die Zahl der Events und Konzerte auf dem Messegelände in Frankfurt noch einmal. Die Musikmesse und ProLight und Sound finden 2011 vom 6. bis 9. April in Frankfurt statt.